Neben den obligatorischen Lesezeichen, die man für jede Seite manuell anlegen muss, bietet Firefox dem Nutzer auch die Möglichkeit, automatisch eine Liste mit allen besuchten Seiten zu generieren. Die sogenannte Chronik kann dann bequem als Archiv benutzt werden. Die Einstellungen für die Chronik kann man direkt im Optionsmenü des Browsers vornehmen. Unter dem Reiter Datenschutz kann man dann die Funktion aktivieren und auf Wunsch auch individuelle Einstellungen vornehmen. Im unteren Bereich kann man darüber hinaus noch auswählen, welche Inhalte in der Adressleiste angezeigt werden sollen. Zusätzlich gibt es noch eine Möglichkeit, die Chronik zu löschen, wenn Firefox geschlossen wird. Dabei kann man selbst bestimmen, ob alle oder nur ausgewählte Inhalte gelöscht werden sollen. Die Chronik kann auf unterschiedliche Arten genutzt werden. Um sie in der Sidebar von Firefox anzeigen zu lassen, kann man sie bequem über den Shortcut STRG H aufrufen. Oder man klickt auf das Icon in der Browserleiste, welches man zuvor per Drag and Drop über das Menü hinzugefügt hat. Nun kann man über die Suchmaske nach Webseiten suchen oder sortiert sie anhand von ausgewählten Filtern. Wer möchte, kann auch über das Firefox-Menü auf die Chronik zugreifen und auf Wunsch auch die komplette Liste in der Bibliothek anzeigen lassen. Hier können dann die einzelnen Einträge auch bearbeitet werden. Noch ein wenig komfortabler gestaltet sich der Zugriff auf die Chronik über die Adressleiste. Hier muss man nur ein paar Buchstaben oder Ziffern eintippen und schon werden die passenden Vorschläge gemacht, die man direkt auswählen kann. Den Inhalt der Chronik präsentiert Firefox den Nutzern auch, wenn ein leeres Tab geöffnet wird. Hier werden sogar Vorschaubilder angezeigt und man kann die Inhalte auch ein wenig bearbeiten. Wer diese Funktion nicht haben möchte, kann sie über dieses Icon bequem deaktivieren. Die Chronik von Firefox kann ganz individuell genutzt werden und es bleibt dem Nutzer überlassen, ob diese Inhalte angelegt werden, für eine bestimmte Zeit zur Verfügung stehen oder ständig abgerufen werden können.